Situation sowieso sehr, sehr häufig. Er landet auf dem Spawnship ernsthaft. Was? Luftkampf? Das glaubst du ja nicht. Ernsthaft, das habe ich auch noch nie gesehen. Ich hätte direkt deinstalliert wahrscheinlich. Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu meinem dritten Teil des Funny Fails und Best Plays Best of Reaktionsvideos. Schwerer Satz. Ich hätte tatsächlich dieses Video sogar auf 5 oder dieses gesamte, ich sage mal, Reaktions-Compilation-Gedöns auf 5 Teile strecken können. Aber für ein Video, auf was ich reagiere, sind dann doch 5 Teile echt heftig lang. Deswegen sind die letzten beiden Teile ein bisschen länger, etwas über eine Viertelstunde. Es sind auf jeden Fall wieder richtig geile Sachen dabei. Jetzt schon mal ein kleiner Spoiler für die Zukunft, wenn das weiter so gut ankommt. Besser als ich tatsächlich dachte. Retro Apex Legends. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon halten würdet. Dort gibt es sicherlich ab 2019 auch ein paar richtig geile Funny Moments, Best Plays und so weiter. Gerade für die Leute, die seit Anfang an dabei sind, ist das sicherlich ein richtig geiles Nostalgie-Feeling. Und alle, die noch nicht so lange dabei sind, die sehen dann mal, wie so die Anfänge und der Start von Apex Legends war. Das lohnt sich mit Sicherheit extrem. Lasst mich in den Kommentaren wissen, was ihr von dieser Idee haltet. Ich werde sie mit Sicherheit umsetzen, weil ich selber extrem feiern würde, weil ich seit Anfang an mit am Start bin. Viel Spaß jetzt beim dritten Teil. Warum? Das war irgendwie so absolut keine Ahnung. Oh, das ist so ein freches Ding, Alter, auf diesen Röhren oben in diesem Spot zu hängen. Das ist frech. Fiese Kombi Spitfire 99, alter Falter. Oh, I knocked him, I knocked him. Hm? Oh my god, oh my. I don't. I got a. Oh, I got a massive now, baby. Someone just squirreled to you or something. Alter, swappen. I don't know what these things are. There's all this. I swear to god. Geil. Vorher gequittet. Oh, das hätte auch eine Wraith sein können. Alter, Mastiff ist auf Feier. Oh, die Mastiff ist auch so saugeil, ey. Ich liebe diese Shotgun. Es ist halt blöd. Wobei ich es doof finde, dass du mit Wraith in der Unsichtbarkeit im Face keine Türen öffnen kannst, finde ich schade. Alter, schön. Sehr, sehr geil gespielt mit der Mastiff. Sehr geil. Alter, was? Was für ein... Das ist so eine One-in-a-Million-Granate. Ich meine, guckt euch den Schaden an, das waren gerade mal 211. Aber Alter! Schön. Ich finde das in Arenas immer nicht so speziell, weil da hast du so eine Situation sowieso sehr, sehr häufig. Er landet auf dem Spawnship ernsthaft. Was? Luftkampf? Das glaubst du ja nicht. Ernsthaft? Das habe ich auch noch nie gesehen. Ich hätte direkt deinstalliert wahrscheinlich. Oh, die G7. Oh. Ich vermisse diese Waffe. Oh mein Gott. Das war krass. Oh, was für ein schöner Schuss.
Bam. Wetten? Oh. Schöne Granate. Sometimes the gold Mozambique just hits different. Ach, alles klar. Die Mosambik, als sie Gold war, mit diesem neuen Schuss, glaube ich, und dieser extremen Feuerrate, oder? Schätze ich mal. Na. Nein, doch nicht. Okay. Ich dachte. Oh, wie ich diese Schüsse aus der Hüfte hasse, wenn du sie nicht triffst. Alter, wie viel Mehl hat er gehabt? Unfassbar. Krass. Oh, eine halbe Sekunde früher und er wäre weg. Bam. 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 Ah, die waren alle schon gut gehittet. Oh, schön. Och, Mastiff ist einfach absolut toll. Na, und wetten, Abgrund 100 pro... Das glaubst du nicht. Das glaubst du nicht. Ist die geil. Er schießt auf den falschen Mirage. Oh mein Gott. Ah. Weil der nur mal ein bisschen Sprayen brauchen. Krass. Ach, das sah geil aus. Wie der Caustic da hing. Mega. Mega, mega, mega. Oh, der war auch schön. Oh, das war stark. Der Schiff sich immer nicht beruhigt, ey, ein kranker Typ. Oh my god, it's just all in here. Das ist so dieses Mausgezappel, das ist absolut anstrengend, manchmal dazu zu gucken. Pathfinder? Was passiert hier? Hm. Was? Das haben wir noch nicht gesehen, das ist ja mega edel. Guys, how are we supposed to get our loot back? Für die Langeweile im Platin 2 muss man aber auch erstmal haben, ja? Okay. Was ist das? Was war das? Oh, das war stark. Alter! Null Rückstoß. Also die 99 so zu kontrollieren ist echt übelst krass. Und dann noch die Wingman hinterher. Krass, krass, krass. Oh, ein direkter Hit. Oh. Da hast du richtig Bock, dich anzutatschen nach der Aktion. All we have to say is, nice shot. Okay. Direkt auf der Ladefläche. Das muss da auch erstmal hinkriegen. Cool. Ich wollte gerade sagen, das ist doch eindeutig kein Marvin. Aber stark, da sind schon viele drauf reingefallen. Wow, stark. Guckt euch das Movement an, stark. So, erstmal drauf kommen, auf diesen Kran oder was auch immer das da war, zu klettern.
eben. Hast du keinen Bock als Gegner? Keinen Bock. Deine Runde so startet, dass du direkt keine Lust mehr. Ja, jeder schimpft über die Mosambik. Aber stark ist er trotzdem. Oh nein, nicht im Ernst. Ist das Jumpjet durch diese Röhren gefallen? Sehr cool. Da hätte ich auch schlechte Laune, hätte ich gleich direkt keinen Bock mehr, wenn du escapen willst und das Jump Pad fällt da durch. Oh, right here, right here, right here. Follow. Follow. Oh, der war schön. Was macht er? Hat er gescannt? Ich habe nicht erkannt, ob das ein Pathfinder war. Teilweise ist die Qualität sehr schlecht, da erkennst du es ziemlich schlecht. Die volle Auflösung. These players made it from the firing range to the huge dropship outside. Okay. And put your drone down. All right, back up, Berserk. All right, now slide into it. Ich find's immer faszinierend, wie die auf diese Mechaniken kommen. Slide into it. Das sind alles Mechaniken, die kannst du wirklich in der Firing Range machen. Aber wie die darauf kommen, die Leute immer, das raff ich nicht. Krass, gibt's auch so einen Glitch mit so einer Kirche. Yes, sir. Let's go, dude. Kannst du eine Kirche sehen? That's all three. In der Firing Range. Geht, glaube ich, immer noch. Alter, die Spitfire. Wenn du die so vor die Fresse kriegst, hast du keinen Bock. Der muss ja nicht mal nachladen. Die Spitfire ist schon berechtigt im Care Package geblieben für Season 12. Oh. Was ist das für ein Sound? Alter, wie dumpf. Stark. Das ist unfassbar, wie unterschätzt Mirage eigentlich ist. Nein! Ich muss den Damage-Checker sehen. Bei 500. Der hat fast 1000 Damage, 500 Damage gemacht. This awful situation somehow worked out. Weil aber jeder normale Mensch wäre von diesem Trident runtergesprungen. Ist er jetzt durch die Zone gestorben? War das gerade ein Wallbounce oder wie ist der so hochgesprungen? Tatsächlich. Oh, und das war ein schöner Wallbounce-Kill. Alter Falter. Damit rechnest du auch überhaupt nicht. Oh. Edel. Ne, oder? Der trifft nicht wirklich. Nicht schlecht auf die Range. Na, jetzt bin ich gespannt. Oh nein!
Ich würde direkt einen Herzinfarkt kriegen, wenn auf einmal zwei Leute vor dir stehen. Alter, was für ein Slide-Kill. Ohne Scheiß. Oh, fies. Oh, 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 oh. So macht Hughes echt Spaß. Ich würde mir mehr lustige Momente tatsächlich wünschen. Oh, krass. Alle drei Schüsse einfach mal mit Full Damage. Unfassbar. Krass. Alter. Apex Legends Pro Skater, anyone? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du einen Arcstar von der Range direkt stackst? Tony Hawk wäre stolz. Error. Sehr geil. Gibraltar ist leave the match. Naja, ja, kann man so machen. Oh, 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 da hast du Bock drauf. Wo ist der Pathfinder hingeflogen? Hoch! Zu göttlich, zu göttlich. Einfach. Was? Wo kamen die ganzen Granaten noch her? Unfassbar.